Dr. Gesine Lötz, DIE LINKE. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Minister Scholz, die zentrale Frage dieser Debatte haben Sie nicht beantwortet. Die lautet nämlich, wer soll die Rechnung bezahlen? Auf diese Frage müssen die Menschen in unserem Land vor der Bundestagswahl eine Antwort bekommen. Die Bundesregierung hat, das ist eindeutig, einen Wahlkampfhaushalt vorgelegt. Und das ist ein unehrlicher Haushalt, das müssen wir deutlich sagen. Schauen wir auf die Jahre 2020 und 2021. Dort sollen insgesamt 314 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Niemand weiß, wie sich die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Doch Sie haben jetzt schon eines in Stein gemeißelt. Union und SPD wollen nach der Bundestagswahl die unsinnige Schuldenbremse wieder in Kraft setzen. Wir als Linke halten die Schuldenbremse für einen ökonomischen Unsinn. Die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse. Sie muss abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Denn Sie müssen doch ehrlich sein. Wenn Sie an der Schuldenbremse festhalten, dann haben Sie nur zwei Wege. Entweder drastische Kürzungen im Sozialhaushalt oder Erhöhung der Steuern. Und welchen Weg Sie gehen wollen, das haben Sie den Wählerinnen und Wählern verheimlicht. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Wir als Linke sagen ganz offen, wir fordern eine Vermögensteuer für Milliardäre und Millionäre. Wenn 45 Deutsche genauso viel besitzen wie der untere Teil der Gesellschaft nach den Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dann ist das doch nicht normal. Da fordern wir endlich eine entschiedene Umverteilung, meine Damen und Herren. Die Volkswirte der Allianz haben ausgerechnet und vorhergesagt, dass die privaten Vermögen nach dem Jahr der Pandemie mit einem Plus abschließen werden. Auf der anderen Seite sind die Löhne in Deutschland in der Corona-Rezession im Rekordtempo geschrumpft. Das ist ungerecht. Das nehmen wir nicht hin, meine Damen und Herren. Die Pandemie trifft arme Menschen besonders hart. Und ich meine die Menschen, die schon vor der Pandemie arbeitslos waren und mit den unanständig niedrigen Hartz-IV-Sätzen auskommen müssen. Ich denke an die Menschen, die in der Pandemie ihre Arbeit verloren haben und keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, weil sie zum Beispiel als 450-Euro-Kräfte arbeiten. Ich denke aber auch an die Menschen, die jetzt Kurzarbeitergeld beziehen und um ihren Arbeitsplatz bangen. Und gleichzeitig müssen diese Menschen noch die Demütigung eines gewissen Herrn Merz ertragen. Der sagte nämlich gegenüber der Bild-Zeitung, zitiere, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Augenscheinlich kann er als Blackrollmann sehr stark von in der Situation ohne Arbeit zu leben. Aber ich hoffe, dass uns dieser Kanzler nicht beschert werden wird, meine Damen und Herren. Das ist kein christlicher Kanzler. Gegen den Megatrend, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, tut Frau die Kollegin, Bundesregierung nichts. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch, AfD? Nein, das mache ich nicht. Gegen den Megatrend, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, tut die Bundesregierung nichts. Im Gegenteil, sie schützen den Reichtum der Reichen. Und das sind unhaltbare Zustände. Das muss sich endlich ändern in unserem Land. In der Krise ist der Niedriglohnsektor weiter gewachsen. Darum fordern wir endlich die Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro pro Stunde und die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze auf 658 Euro. Wir fordern eine Mindestrente, die Altersarmut verhindert. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt ein ziviles Investitionsprogramm. Wir brauchen endlich Klimaschutz statt Aufrüstung. Davon sprach der Finanzminister und andere auch, Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Das klingt erst einmal gut. Doch wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, dass die Bundesregierung eben nicht in der Lage war, das Geld sinnvoll auszugeben. Häufig fehlen in den Ämtern die Ingenieure, die neue Projekte planen oder bewilligen können. Die Wahrheit ist, die schwarze Null, die hier so hoch gelobt wurde, hat doch zu einer strukturellen Investitionsunfähigkeit geführt. Sie haben aus dem Investitionsstau eine Investitionskrise gemacht, und das muss sich endlich ändern. Beim Bildungsgipfel der Kanzlerin ist ja besonders deutlich geworden, von den 5 Milliarden Euro des Bundes für die Digitalisierung der Schulen sind zum Stichtag 30. Juni gerade 15,7 Milliarden Euro in die Länder geflossen. Das kann nicht sein. Das ist eine Bankrotterklärung. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein Zukunftsprogramm für Bildung, Wohnen, Gesundheit und Klimaschutz. Ich freue mich auf die Beratung. Die Linke ist vorbereitet.
Nächster Redner ist der Kollege Sven Christian Kiel.